Wir machen weiter, Kusari, Punkt 92. Jetzt kommt der Kusari und sagt dem Chaver, dem Gelehrten, sagt ihm, du hast so viel Gutes jetzt über dein Volk gesprochen, das jüdische Volk, das auserwählte Volk. Von allen Völkern hat Gott nur die Juden auserwählt. Und du lobst sie so sehr, aber, da gibt es ein großes Aber, sagt er. Hizaere chaver, shelotate besipur shivchei amecha, vetazov ma shenitparsem veshonoda, mamrim im ela ma'amadot. Pass auf, dass du nicht zu übertreibst mit deinen Lobungen, mit deinem Volk, über dein Volk. Du lobst sie so sehr, übertreibe nicht mit den Lobungen. Denn es ist schon berühmt, in der Tora selbst steht dir geschrieben, wie oft sie gegen Gott gegangen sind und wie viele Sünden, wie schwer sie gesündigt haben. Ki shamati shebetoch ze asu el va'avadum mibilti ha'elohim. Ich habe gehört, dass es in der Tora geschrieben steht, dass sie den goldenen Kalb gemacht haben. Gleich nach diesen großen Ereignissen, die alle selbst gehört haben und alle selbst gesehen haben, plötzlich haben die Juden einen goldenen Kalb gemacht, einen Götzendienst gemacht. Das heißt, bewundere nicht dein Volk so sehr. Zwischen den Zeilen will jetzt hier der Kusari ihn von der Seite stechen. Er sagt ihm, du sagst, das war alles so offenbar. Ich habe es versucht, es ging nicht. Er sagt, du sagst, das war alles so klar und deutlich. Diese Offenbarung, wo Millionen gesehen haben und gehört haben, das war so klar und deutlich. Wenn sie alles klar und deutlich gesehen haben, dass Gott mit ihnen spricht und sagt ihnen, ich bin Gott, der Ewige. Sie haben Gott selbst gehört. Wie sind sie dann dazu gekommen, den goldenen Kalb zu machen, gleich danach? Das heißt, zwischen den Zeilen sagt er ihm, vielleicht war das ja gar nicht so eine klare Offenbarung, so eine klare Prophezeiung. Es kann sein, vielleicht, dass du dich da geirrt hast. Amar HaChaver, Chet שהגדילו עליהם לגדולתם, והגדול משחטאיו ספורים. Sagt ihm, ja, sie haben gesündigt. Und sie selbst haben diese Sünde als groß beachtet. Aber, sagt er ihm, wer ist der Große? Der Große ist derjenige, der wenige Sünden hat. Ja, wir sind alle Menschen. Wir haben gesündigt. Und selbst wir haben zugegeben, ja, es war eine große Sünde. Aber wer ist der große Mensch? Nicht der überhaupt nicht sündig, weil dann ist er kein Mensch mehr. Sondern derjenige, der wenige Sünden hat. Weil sie haben dort in der Wüste innerhalb 40 Jahren, weil in der Sunise Esserpermin, 10 Mal haben sie gesündigt. Wenn wir das umrechnen, und wenn man das liest, eine nach der anderen, jedes Mal sündigen sie, und da beschweren sie sich, und da sündigen sie wieder. Wenn man das von der Tora her so oberflächlich liest, denkt man sich, Moment, das ist ein Volk, das andauernd Probleme macht. Jedes Mal, da machen sie ein Problem, dort sündigen sie. Aber wenn wir das berechnen, innerhalb von 40 Jahren, 10 Sünden, das heißt, in alle 4 Jahre eine Sünde. Oho. Finde mir heute irgendjemand, der in 4 Jahren nur eine Sünde macht. Das heißt, er sagt, groß ist derjenige, der wenige Sünden hat. Sündigen ist menschlich. Nicht wie bei den anderen. Ja. Dort gibt es keine Sündiger. Dort, egal was die machen, nein, nein. Ihre, die Großen, unter Anführungszeichen, die haben nie gesündigt. Sie sind heilig. Bei uns nein. Alle in der Tora, fast alle, überall, gibt es die Kritik. Ja, Kain und Hebel, Adam Arishon hat gegessen von der Frucht. Und so weiter. Bei jedem, Jakob Avinu, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu hat gesündigt. Der König David hat gesündigt. Bei jedem, und man
macht diese Sünden, die sie machen, man zeichnet sie so groß auf, dass man das mit einem Teleskop sehen muss. Ja, wie groß ist, was für eine Sünde ist das? Das heißt, sie haben gesündigt, aber wie viel haben sie gesündigt? Sündigen ist menschlich. Und die haben wenig gesündigt. Amara Kuzari, וזה מנתותך ועזרך לעמך, ואיזה אבון גדול מזה, ואיזו מעלה תישאר אחר זה. זאת אומרת, קום האף. זאת אומרת, דו, willst jetzt dein Volk verteidigen. Und du aus Liebe zu deinem Volk, und du, weil du jetzt als Fürsprecher für dein Volk hier bist, redest du so. Aber sag mir, was für eine größere Sünde kennst du als Götzendienst? Und nachdem sie so eine Sünde gemacht haben, was bleibt noch nachher übrig? Was kann man nachher noch sagen? Nach so einer Sünde willst du noch etwas reden? 95. Amar ha-chaver, harpe li me'ad, עד שאבאר אצלך גדולת העם. Sagte, warte kurz, gib mir kurz die Gelegenheit und ich werde dir erklären jetzt ganz genau, wie groß dieses Volk ist. ודאי לי לעד שהשם בחרם לעם ולאומה מבין אומות העולם. Zuerst einmal, es genügt einmal als Zeugnis dafür, wenn ich dir sage, dass von allen Völkern, 7 Milliarden Menschen, hat Gott auserwählt diese kleine Menge, dieses Volk. Und wenn wir wissen doch, Gott, allwissend, allmächtig, und wenn er, der alles weiß, dieses Volk auserwählt hat, dann weiß er, was er tut. Das heißt, es gibt etwas Besonderes in diesem Volk. Einmal nur dieses Argument wäre genug. Aber ich erkläre dir weiter. וכל העניין האלוהי על המונם, עד שהגיעו כולם אל מעלת הדיבור, ועבר העניין אל נשיהם, והיו מהן נביאות. אחר שלא היה חל העניין האלוהי, כי אם ביחידים, מבני אדם אחד. אדם הראשון. Das heißt, und hat von allen Völkern hat er sie ausgewählt, diese kleine Menge. Und diese Prophezeiung, das Göttliche, hat er über sie gelassen. Das heißt, er hat sie alle zu einem Niveau von einem Propheten gemacht. Alle, die dort am Berg Sinai waren. Denn was ist ein Prophet? Jemand, der Gott hört, was er mit ihm redet. Jemand, der mit Gott, das ist, also er hat alle in ein Niveau der Propheten gemacht. Bis sie alle in das Niveau der Prophezeiung gekommen sind. Und das Ganze auch ist übertragen worden ihren Frauen. Und auch die waren Prophetinnen. Denn es gab nicht die Prophezeiung, sondern nur bei einzelnen Menschen nach Adam al-Shon. Das heißt, nicht die ganze Menschheit hat die Prophezeiung bekommen. Adam al-Shon war der Erste, den Gott erschaffen hat. Und nach Adam al-Shon waren nur einzelne Personen, die diese Prophezeiungen bekommen haben. Und der Adam al-Shon, כי אדם היה שלם מבלתי תנאי. אדם הראשון, די שפן גוטס, די מנש, די גוט זלבסט ארשפן האב. Das heißt, wenn man sagt, der perfekteste Mensch auf Erden, das war אדם הראשון. Perfekter als אדם הראשון geht's nicht. Er war das Beste vom Besten, denn ihm hat Gott selbst erschaffen. Das ist die Erschaffung Gottes. Das, was nachher kommt, das ist Copyright. Ja, kopiert. Kientana beschlemut maase, da kannst du nichts finden, keinen Fehler finden, keinen Mangel finden bei Adam al-Rishon. Meuse chacham yachol, mechomer bacharo letzura asher chafetz ba. Das heißt, das Beste vom Besten,
Er hat den besten Gedanken hat er in ihm reingegeben. Das Beste, die besten Gene. Ja, alles Beste vom Besten. Genauso wie Gott es wollte. Velo mana muna mi mezek shichvat zera'a velo midam ha'em. Das heißt, er hat keine Mangel von den Samen von seinem Vater oder keinen Mangel von dem Blut seiner Mutter in den Genen mit sich gehabt. Heute jemand hat, Kinder kommen raus, er hat viel Positives von seinem Vater, viel Positives von seiner Mutter, ja, aber auch Negatives von seinem Vater und Negatives von seiner Mutter. Und diese negativen Sachen von Vater und Mutter hatte Adam schon nicht gehabt, denn er hatte keinen Vater und Mutter. Gott selbst hat ihn erschaffen. Velomer Mesonot, wer Anaga, auch nicht von dem Essen, ja. Wie wird das Kind groß? Zuerst einmal, was ist im Bauch, was die Mutter isst, wie sie sich ernährt. Von der Ernährung der Mutter hängt es nachher ab, wie stark und wie groß das Kind nachher sein wird. Und wie es von klein aus sich ernähren wird, wie es von klein aus erzogen wird. Ja, so wird er nachher wachsen und als großer Mensch schaut er nachher so aus, so wie es mit dem Essen, mit der Erziehung seiner Eltern hat es eine Verbindung. Bei Adam Rishon war das nicht. Adam Rishon, das Perfekte vom Perfekten. Die Luft und der Platz, wo er lebt und das als Säugling die Muttermilch, die er bekommt. Denn Gott hat den Menschen erschaffen, nicht als Baby. Er hat ihn in der besten Zeit wie ein junger Mann aussieht, 20, 30 Jahre alt, wie ein 20, 30-jähriger Mensch aussieht, perfekt, in seiner Größe. Im Besten vom Besten, den es gibt, so hat er den Menschen erschaffen, den ersten Adam Arishon. Ubemidotav, und auch in seinen Eigenschaften. Ve'uasher kibel ha'nefesh al-tumah. Er hat auch den Geist, die Seele, vollkommen bekommen. Das heißt, die vollkommenste, nicht nur den Körper, sondern auch die vollkommenste Seele hat er bekommen. Auch das Gehirn, das Beste, das ein Mensch bekommen kann, war bei Adam Arishon. רצונו לומר, המעלה אשר בהתבק באלוהים ברוחנים, auch Adam הראשון, die Prophezeiung, war auch bei ihm in einem sehr, sehr hohen Level, denn Gott hat ihn so erschaffen. וידע האמיתות מבלי לימוד. Adam הראשון, das heißt, das Gehirn, das Gott Adam הראשון gegeben hat, das war schon vollständig mit dem ganzen Wissen, ohne zu lernen. Wir müssen heute lernen, unser Gehirn voll machen und dann haben wir den Verstand zu wissen. Adam war schon, er war schon voll. Er war schon voll, ganz so wie es sein sollte. Aval bemachshava kala ukvar nikra etzlenu ben Elohim. Der Sohn Gottes wird er genannt, Adam war schon. V'chol adomim lo mizaro bnei Elohim. Und alle, die ihm ähnlich sind von seinen Nachkommen, die werden auch genannt die Söhne Gottes, die Menschen. Veolit banim rabim. Er hat viele Kinder gehabt. Wie viele Kinder hat Adam schon gehabt, haben wir gesagt? Adam schon hat gehabt. Kain, Hevel und Chet. Ja, nur drei Kinder. Damals gab es keine Kinderbeihilfe. Drei Kinder waren genug. Von diesen drei Kindern, Kain, Hevel und Chet, velo ayameem ra'ui liot bemkom Adam ela Hevel. Der würdig war, von diesen drei Söhnen, von diesen zwei am Anfang, Chet war noch nicht, von Kain und Hevel, der würdig war jetzt, dass
das Ganze weiterzuführen, so wie Adam Arishon, das Beste zu bekommen. Das war Hevel. Ki hu haya domelo, denn er war ihm ähnlich von der Vollständigkeit. Ve kasher arago kain achiv mipne kinatobo al hamaala zot, als Kain ihn umgebracht hat, weil er eifersüchtig über ihn war, wegen diesem Punkt, dass er in einem Adam ähnlich war und er musste jetzt also der Nachfolger von Adam sein, im göttlichen Sinne jetzt, das mit der Prophezeiung, mit allem, hat ihm Kain umgebracht. Natan lo tachtav shet, deswegen nachher, 130 Jahre später, hat er bekommen noch ein Kind, Adam, und das war Shet. Ve'aya dome le Adam, ve'aya zgula ve'lev. Und er war Adam ähnlich und er war der Auserwählte und das Herz von Adam Arishon. Das heißt, er war das Wichtigste von Adam. Vesulato kaklipa. Und der Rest, das waren so wie die Schalen. Ja, eine Frucht hat, ist die Frucht und es hat auch die Schalen. Das heißt, es gibt die Frucht, das war jetzt Shet. Und Kain und seine ganzen Nachkommen, das waren die Schalen. Usgulat Shet Enosh. Und von diesen Shet, der Auserwählte, er hat auch viele Kinder gehabt. Aber der Auserwählte von Shet, das war Enosh. Und jetzt die Göttliche, das Göttliche hat Adam Arishon Shet übergeben von allen seinen Kindern. Er hatte noch Töchter auch gehabt, Adam Arishon. Ja? Shet hat von allen seinen Kindern das Göttliche hatte übergeben Enosh. Und so ist es übergangen worden von Vater zu Sohn zum auserwählten Sohn. Von Enosh bis Noach. Ja, 10 Generationen sind es von Adam bis Noach. Und da in diesen 10 Generationen, alle haben viele Kinder gehabt. Aber von den vielen, das Auserwählte, das Beste, immer mit diesen einen Besten ist es weiter überliefert worden. In dieser Zeit von Adam bis Noach, da gab es überall, gab es immer eine Person, die auserwählt war und sie war so wie die Söhne Gottes, das heißt, so wie die Auserwählten. Ayukulam domim l'Adam, venikraim bnei Elohim shlemim bebriatam uvmidatam. Sie waren alle Adam ähnlich. Adam ähnlich, also nicht nur vom Aussehen, von den Eigenschaften, von der Vollständigkeit waren all diese Einzelnen immer Adam ähnlich. Ubearichuta yamim, ubachochmot, ubayecholet, sie haben auch lange gelebt und in der Weisheit und in ihrem Können. Ubimeem anu monim me Adam ve'ad Noach. Und so zählen wir mit diesen Auserwählten. Wir zählen die Generation nicht von den anderen Kindern, sondern wir sagen Adam, Shet, Noach. Wir sagen nicht Adam, Kain, Hevel, Shet. Nein. Sondern wir Adam, Shet, Enosh und so weiter bis Noach. Obwohl da noch dazwischen noch andere Kinder waren. Aber diese anderen Kinder, das sind so wie die Schalen. Und so zählen wir auch von Noach zu Abraham. וכן מנוח ועד אברהם. ואפשר שהיה מהם מי שלא ידבק בו העניין האלוהי. Ist auch durchaus möglich, dass von Noach bis Abraham auch solche waren, wo die nicht das Göttliche bekommen haben, also die nicht verbunden waren mit dem Göttlichen, mit der Torah. Zum Beispiel Keterach. Terach, der Vater von Abraham. Es muss nicht unbedingt sein, dass es von Vater zu Sohn, von Vater zu Sohn. Aber, das heißt, bevor der Kuzer jetzt in Fragen wird, ja, aber du sagst von Generation zu immer das Auserwählte, wir sehen da war irgendwo eine Pause. Steht in der Tora geschrieben, Terach, der Vater von Abraham, er war selber Götzendiener. Sagt ihm sofort, bevor er noch fragt, sagt ihm der Chavir. Also, es war jemand dazwischen, so wie Terach zum Beispiel, aber, sagt er, aber Avraham bno haya talmid le'avi aviv ever. Avraham, sein Sohn von Terach, er war der Schüler von seinem Großvater, ever.
Das ist der Vater von Terach. Dass der Vater von Terach selbst war ein Zadik. Er hat das Göttliche bekommen, aber Ever und Abraham hat von Ever gelernt. Das heißt, obwohl da eine Generation übersprungen wurde, wo der Vater von Abraham, der war ein Götzendiener, doch Abraham selbst hat nicht von seinem Vater gelernt und bekommen, sondern er hat von seinem Großvater bekommen, von Ever. Außerdem, Abraham selbst hat noch selbst mit seinen Augen Noach gesehen. Denn als Noach gestorben ist, war Abraham Noach Jahre alt. Noach, das sind 58. Abraham Avinu hat noch Noach gesehen. Und Noach hat ihm erzählt, wir waren in der Arche, das war die Sintflut. Wer ja in Jana Elohi, דבק בהם מאבות אבותם אל בני בניהם, אל בני בנים. Und dieses Göttliche war mit ihnen verbunden. Sie haben es bekommen von ihren Eltern und haben es übergeben ihren Kindern und ihres Kinderkindern. ואברהם היה סגולת עבר ותלמידו. Abraham war der Auserwählte von Ever, von seinem Großvater, und auch sein Schüler. ועל כן נקרא עברי, dann wird es noch einen Grund, wieso Abraham ha-Ivri, der Hebräer genannt wird. Ivri, Talmud steht geschrieben, Abraham ha-Ivri, weil die ganze Welt war auf einer Seite, Ever auf Hebräisch heißt Seite, und er war auf der anderen Seite. Deswegen ha-Ivri, der auf der anderen Seite. Und jetzt noch bekommen wir dann noch eine Erklärung, wieso ha-Ivri, der Hebräer heißt, der Hebräer, Ivri von Ever. Ja, Abraham Ivri, das heißt, er stammt nicht ab von seinem Vater, jetzt im geistlichen Sinne, ja, vom Lernen her. Das heißt, er hat seine Lehre nicht bekommen von seinem Vater, sondern von Ever, seinem Großvater. Ve'ever, haya sgulat Shem. Und Ever, er war der Auserwählte von Shem. ושם היה סגולת נוח. שם war der Auserwählte von Noach. Ja, Noach hatte drei Kinder gehabt. Auch hatte nur drei Kinder gehabt. Keine Kinder bei Hilfe. שם, חם und יפת. Und dabei Noach, da siehst du, Noach. Er hat jedem seinen Kinder hat er einen Segen, beziehungsweise bei einem einen Fluch gesprochen. Und du siehst, bis heute ist es genau das, was Noach gesagt hat. Er hat zum Beispiel gesagt, bei Yaft Elokim le Yefet, Veish kon ba'ol Hashem, Yefet, das ist die Griechen, die Philosophie, und die haben also schöne Weisheiten, schöne Sachen. Shem, Veish kon ba'ol Hashem, das heißt, ich werde ruhen in den Zelten von Shem, sagt Gott. Das heißt, Gott wird ruhen in den Zelten von Shem. Shem, das sind die Semiten, man sagt Antisemiten. Ja, wer sind die Semiten? Das sind die, die vom Shem gekommen sind. Wir, die Juden, sind Semiten. Eigentlich auch die Christen. Die kommen von dem Jeschu, der auch ein Semit war, auch damals ein Jude war. Und auch die Moslems, das sind Bnei Ishmaelim, die kommen von Ishmael, sind auch von Shem. Das heißt, die sind alle drei monotheistischen Glauben. Die stammen ab von Shem. Das sind die Semiten. Das heißt, wenn jetzt irgendein ein Araber kommt und sagt, ich bin ein Antisemit, dann sagen du bist ein Trottel, kein Antisemit. Weil du bist selber ein Semit. Du kommst selber von Shem. Langsam, einige von denen haben schon selber kapiert. Ja. Shem, Semiten. Das heißt, du siehst, also dieses Ein-Gott-Glaube ist wirklich bei Shem. Cham im Gegenteil, in der Arur Knan, verflucht sei Knan. Eved Abadim Elechaber soll sein der Sklave für seine Brüder. Und wie Cham, das ist Afrika. Du siehst, Afrika von Natur her ist ein Platz, wo wirklich das ganze Gold kommt von dort, Diamanten kommen von dort. Aber auch alle Krankheiten, Pest, Ebola, alles, alle Flüche kommen von dort. Es ist zwar ein Land, das reich werden sollte, aber dort herrscht die Armut. Wie kannst du das verstehen? Fluch von Noach. Arur Knan.
עבד עבדים, פיס פה הונדת ואונדת יען, גב יש נוח סקלאבן, אין אמריקה, גב יש נוח סקלאבן. ואבן דיזה סקלאבן? אלה, כנען, אפריקה, שוורצה. ושם היה סגולת נוח, שם ודאוסה ואלטפון נוח, מפני שהוא יורש האקלימים השווים, אשר אמצעיתם וחמדתם ארץ כנען. אדמת הנבואה, שמת בקומן דס אוסה ואלטה לנד, ארץ כנען, ודועת דס קלימה, דס בייסטה קלימה איס, אס איס ניך צו הייס, אס איס ניך צו קלט, ואין זו איינם פלאץ, וו, דסווין, אין זו איינם פלאץ, וו איס ניך צו הייס, צו קלט, דן גיץ דה אוך בסר, דן גיץ דה אוך גוט, ואין איס דיר גוט גיט, אין זו איינם פל, נו, קנס דו נחה אוך אין הפרופצאים בקומן. Das heißt, eine Prophezeiung zu bekommen, die gibt es Prophezeiungen, gibt es nur in Eretz Israel. Und nur bei den Juden. Werden wir noch gleich sehen. Admat HaNevua, das ist das Land der Prophezeiung. Ve'yatza Yefet El Zafon. Yefet ist im Norden. Ve'cham El Darom. Cham ist im Süden. וסגולת אברהם מבניו יצחק. Dann das Auserwählte von Abraham, von allen seinen Söhnen. Wie viele Söhne hat Abraham gehabt? Er hatte gehabt Yitzchak, Ishmael, plus noch 8 von Keturah. Insgesamt 10 Söhne hat Abraham gehabt. Abraham, Ishmael, plus noch die 10 von, plus noch 8 von Keturah. ויתן אברהם לבני הפילגשים מתנות. Das sind פילגשים, das sind die Söhne von Hagar und Abraham. Das heißt, von all diesen 10 Söhnen, die Abraham gehabt hatte, Ishmael wurde nicht ausgewählt und auch nicht die anderen 8, Yitzchak wurde der Segen weitergegeben. Er war der Auserwählte. Er war derjenige, der auch am 8. Tag die Beschneidung gemacht hat, wie Gott es so befohlen hat. Usgulat Yitzchak Yaakov. Auch Yitzchak. Yitzchak hat er gehabt. Esav und Yaakov. Auserwählte von Yitzchak, der war Yaakov. Venitcha Esav mipne shezacha Yaakov baretzai. Und Esav wurde getrennt von Yaakov in ein anderes Land, weil Jakob dieses Land bekommen hat. Gott hat es Jakob versprochen. Dieses Land übergebe ich dir, du wirst es bekommen. Parashat Vayetze, im Traum von Jakob. Sagt ihm Gott zu Jakob, hab keine Angst, das Land wird dir gehören. Dieses Land, alles gehört dir. Mit einem Schwur hat Gott es Jakob versprochen und geschworen. Und bis Jakob war das immer eine Auserwählte. Eine Auserwählte, eine Auserwählte. Und da bei Jakob stoppt es. Ubnei Jakob kulam zgula hayu. Und die Söhne Jakobs, alle waren dieses auserwählte Kern. Kulam reuim lein yana Elohi. Alle waren würdig, um das Göttliche zu bekommen. Vehaya lahem amakom ahu hameyuchad beinyana Elohi. Und sie haben auch diesen bestimmten Platz gehabt für das Göttliche. Und so hat es angefangen, dass es schon zu einer Menge gekommen ist, die Prophezeiung. Weil bis dahin war es nur zu einzelnen Personen. Und so bei der Jakobsohn ist es schon in eine größere Menge gekommen. Im Talmud, dort steht geschrieben über Jakob Avinu, kurz bevor Jakob stirbt, er ruft alle seine Söhne und sagt ihnen, mein Großvater Abraham hatte gehabt Yitzchak und er hatte gehabt noch Ishmael, den Abfall. Mein Vater hatte gehabt Jakob, mich und es hat den Abfall. Vielleicht auch ist auch einer von euch so ein Abfall, der nicht dieses Göttliche in sich hat. Und da haben alle zusammen gesagt, Shema Israel, Rashi sagt dort, höre Israel, Hashem Elokeinu, der Ewige, ist unser Gott,
Hashem echad. Genauso wie du nur einen Gott im Herzen hast, denselben Gott haben auch wir nur im Herzen. Vishmerem Elohim, veyafrem veyarbem veyigadlam beMitzrayim. Und Gott hat sie aufbewahrt. Und er hat sie vermehrt. Und sie sind aufgewachsen in Ägypten. Kasher yeguda leilan, asher shorsho tov, ad sheyotzi perish alem. Genauso wie ein Baum, dass er gute Wurzeln hat. Er wächst hinauf und wächst hinauf, bis nachher die perfekte Frucht rauskommt. Dome la priya rishon asher nuta mimeno. Und dann, wo diese perfekte Frucht rauskommt, sie ist ähnlich wem? Der ersten Frucht von dem Kern. Von dem ersten Kern, das man eingesät hat. Diese Frucht ist diese ersten Frucht. Ähnlich und auch so war das. Rotzel Omar, Abraham, Yitzhak und Jakob, Ve'echab, Yosef, Ve'echab. So, Abraham, Yitzhak, Jakob und Yosef und die Brüder, die waren all denen ähnlich. Und von dieser Frucht war Moshe, Aharon und Miriam und Bezalel und Aholiab sowie Rashe Hamatot, die Stammeshäupter und die 70 Ältesten. Asherayu Reuim Lenevuamat Metet, all die waren würdig, an die andauernde, die ständige Prophezeiung zu bekommen. Uki Joshua bin Nun und auch Joshua bin Nun, Vekalev bin Jefune, Vechur, der Sohn von Miriam, Vezulatam Rabim und außer ihnen noch viele, die prophezeien konnten. Veaz ayu reoim להראות האור עליהם, והשגחה היא הריבונית. Und sie waren würdig, Gottes Licht auf sich zu bekommen. ואם היו ביניהם ממרים, היו נגעלים. Auch wenn in ihnen einige waren, die ihre Taten verschlechtert haben und mit ihren Taten gesündigt haben, sie wurden zurückgedrängt vom Volk. Ihr gehört nicht zu uns. Achem blisafek zgula, aber trotzdem, auch diese, die gesündigt haben und zurückgedrängt werden von der Gemeinde, von dem ganzen Volk, aber auch die trotzdem, die sind doch immer das Auserwählte. Das heißt, wenn du nimmst einen Juden, auch wenn er gesündigt hat, egal wie schlimm es ist, aber trotzdem in seinen Adern fließt noch das jüdische Blut. Egal wie viel er gesündigt hat, trotzdem er ist noch Jude. Er ist einer von den Auserwählten. Andererseits, du nimmst einen Nichtjuden, einen Goy, egal wie gut er ist, aber trotzdem, er ist nicht so wie der Jude. Er hat nicht dieses blaue Blut der Juden sozusagen. Ja? Er ist nicht von denen, die Gott auserwählt hat. Da musst du wissen, wie hoch wir sind, was für eine Verantwortung wir haben. Von all 7 Milliarden, nur diese kleine Gruppe, diese kleine Menge, und ich bin einer von denen, wurden auserwählt, und unser Gott sagt, ihr seid meine Kinder, ihr seid mein auserwähltes Volk. Venizarim be'ava mamre, abur mashit arev bo mina segula, asher tira'e bevno o beben bno, kefi mashit izdakecha tipa. Es ist so, dass man passt auf, dass das Gute immer überliefert wird, von Vater zu Sohn, von Vater zu Sohn. Und auch wenn etwas Schlechtes vom Vater nachher kommt, so wie Kemosha Amarnu Beterach Vezulato, so wie bei Terach, dass er nachher zurückgedrängt wird, aber trotzdem über alle herrscht noch dieses Auserwählte. Vezulato Mimishalo Nidbakbo Ayana Eloi. Ach, beschorisch toldato, scheolit zgula. Aber trotzdem, in seiner Eigenschaft ist es noch, dass er gebären kann vom Auserwählten. Von dieser Rasse, von der auserwählten Rasse. Ja, auch wenn er gesündigt hat, Terach, er hat gesündigt. Er hat Götzen gedient.
aber trotzdem von ihm, er ist noch immer dieser Auserwählte und er kann auch gebären, das ist die Gene, es ist manchmal zum Beispiel jemand, es kommt ein Kind, er schaut überhaupt den Vater nicht ähnlich und auch nicht der Mutter. Wer schaut er ähnlich? Den Großvater oder der Großmutter. Ja, die Gene, sie bleiben drinnen. Die siehst du momentan nicht. Die sind irgendwo verschlafen bei dem Jungen. Aber nachher bei seinem Kind kommen diese Gene wieder zurück und zeigen nachher, ach, er ist doch einer von dieser Familie. אך בשורש תורתו שהוא איץ גולה, מה שלא היה כן בתולדת כל נולד מחם ויפת, und das war nicht bei niemanden von den Geborenen von Cham und von Jefet. Also diesen Gen, diese Gen, die haben sie nicht gehabt vom Auserwählten. ונראה כזה עניין כזה בעניין הטבעי, auch wir sehen es in der Natur, כי כמה יש מבני אדם שאינו דומה לאב כלל, wir sehen viele sind nicht ähnlich dem Vater überhaupt. Ach, Udomele Avia, wie wir gesagt haben, aber er ist ähnlich seinem Großvater. Wenn Zafeki Atevau, wer Dimionau, Ayatzafun Baav. Obwohl jetzt dieser Sohn nicht ähnlich dem Vater ist, aber in ihm waren verborgen diese Eigenschaften, die er jetzt vom Großvater bekommen hat. Dieses Ähnliche vom Großvater war auch beim Vater, aber das war verborgen und man hat es nur nicht gesehen. ואף פי שלא נראה להרגשה, כאשר היה צפון טבע עבר, בבניו, עד שנראה באברהם. Und genau das war bei Ever. Das war bei Ever. Diese Gen, diese Eigenschaften von Ever, sie waren auch bei Terach. Aber sie waren irgendwo verborgen bei Terach, bis er Götzen gedient hat. Aber sie sind noch immer bei ihm geblieben, bei Terach. Bis nachher diese Eigenschaften bei Abraham wieder aufgeweckt wurden. Punkt 96. Amar HaKuzari. Zot be'emet ha-gedula nimshechet me'adam. Der Kuzari sagt, ja, das ist wirklich dieser Vorzug, der von Adam kommt. Ve'adam haya gadol shebebriot ha'aretz. Adam, dem Gott persönlich erschaffen hat, die Schöpfung Gottes, Adam war vollständig. Wenn ich treibe lachem agedural, kolan im Zambaretz, wirklich erst von Adam, ist es wirklich die Größe, dieser Vorzug, ist von Adam an einzelnen, bis Jakob, seinen Söhnen und bis zu eurem Volk ist so begangen von allen anderen Völkern, das stimmt. Aval, איה הגדולה הזאת מן החטאת הזאת, wo ist nachher all dieser Vorzug und all diese Größe nach dieser großen Sünde? Wir vergessen nicht, wir reden jetzt über den goldenen Kalb. Nach so einem Götzendienst, wo ist nachher all eure Genen, all eure verborgenen Guten, wo? Gesündigt beim Götzendienst. Und jetzt, in diesem Punkt, Punkt 97, erklärt jetzt der Chaver, was genau war diese Sünde vom goldenen Kalb. Was war diese Sünde? Sie schaut uns aus wie eine schreckliche Sünde, ist auch eine schreckliche Sünde. Aber ist es wirklich so, dass Am Israel Götzen gedient hat? Nachdem sie gehört haben von Gott, ich bin der Ewige, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Sie nehmen plötzlich einen goldenen Kalb und sagen nachher, Ele Elohecha Israel, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten befreit hat. Sie waren ja nicht dumm. Sie haben gesehen, dass der Kalb hat sie nicht aus Ägypten befreit. Wie sind sie auf so eine schreckliche Sünde gekommen?